So, ich versuche mich mal hier nochmal an einem Kampf in der Eisenzeit ohne irgendwelche Boni. Ich habe mir eine Truppe gewählt, die halbwegs zu den Gegnern passt. Und schon einen Fehler gemacht. Und ich wechsle jetzt erstmal die Karten durch, weil die Karte ist schlecht. Ich brauche was, wo ich mich hinter Felsen schützen kann oder sehen, damit meine Bogenschützen nicht zu sehr angegangen werden. Und solange ich sowas nicht kriege, das geht hier so ein bisschen, das ist zumindest ein Felsen, aber wirklich gut ist es nicht. Solange ich sowas nicht kriege, werde ich jetzt hier nicht angreifen. Der ist auch nicht ideal. Also ich kann ja auch nicht weit vorziehen, weil der Gegner hat Reiter. Das heißt, ich muss Felsen und Seen weit hinten haben. Jetzt habe ich hier so einen Fall, der ist ganz gut. Ich stelle jetzt meine leichte Einheit auf den Busch mit Verteidigungsbonus. Gehe dann mit den Reitern erstmal in Reitern mit den Bogenschützen erstmal in Deckung. Blockiere jetzt mit der schweren Einheit den offenen Weg. Reiter können nicht über Berge gehen, deswegen ist dieser Berg für den Reiter unpassierbar, genauso wie die Seen. Das ist ja für alle Einheiten der Fall. Und der Agent, der blockiert jetzt hier quasi meinen letzten Durchgang zu den Bogenschützen. Und damit sind die Bogenschützen jetzt erstmal vor den Reitern gesichert. Und jetzt werde ich versuchen, den kann ich hier jetzt mit einem Schlag ausschalten. Jetzt werde ich versuchen, mit den Bogenschützen erst einmal die Reiter so weit zu erledigen. Den lasse ich jetzt hier erstmal noch so stehen. Dann. Oh ja, ich bringe den mal vor, damit der da hinten nicht so in der Ecke steht. Genau, sehr schön. Den lasse ich da auch stehen und mit der schweren Einheiten blockiere ich hier mal diesen Weg, damit jetzt die nächste Welle nicht durchkommt. Mit dem Bogenschützen gehe ich nach hinten, wieder in Deckung. Hier muss ich jetzt aufpassen. Wann ist denn der dran? Der ist nach. Die schwere Einheit, die kann ich hier in die Mitte ziehen. Moment, die ist da, genau. Die müsste hier hinkommen. Wenn ich die da in die Mitte ziehe, kann ich mit dem Bogenschützen jetzt noch angreifen. Mit dem leider nicht mehr, weil der kann hier drauf zurückschlagen. Das heißt, den lasse ich erstmal hier hinten ziehen, ein bisschen näher dran. Den ziehe ich jetzt in die Mitte als Deckung. Jetzt schlägt er natürlich da drauf. Und jetzt gehe ich auf Angriff mit dem. Der wird natürlich jetzt auch angegriffen. Und mit dem gehe ich auch auf Angriff. Autsch. Okay, es geht. Und mit dem gehe ich auch auf Angriff. Und der haut mir jetzt den letzten um und ist noch unbeschädigt. Dann versuche ich mit den Bogenschützen weiter hinter den Seen zu bleiben oder wieder hinter die Seen zu gehen und schlag die schon mal ordentlich an. Mit dem greife ich jetzt nicht mehr an, den lasse ich jetzt nur als Verteidigung da stehen. Der wird den nicht umhauen, aber wenn ich mit dem jetzt angreife und der schlägt zurück, dann ist der schon zu sehr beschädigt. Aber ich kann jetzt mal auch mal überlegen. Ich glaube, ich ziehe die so weit zurück. Ja, ich ziehe die zurück, dass die Bogenschützen dann wieder hinter den Seen bleiben. Weil mit dem kann ich ja genauso wenig angreifen. Und mit dem genauso wenig. Okay, der hat sich jetzt den Speerkämpfer ausgesucht und jetzt kann ich den erledigen. Den Speerkämpfer lasse ich nämlich nicht. Und jetzt habe ich ohne Verluste den Kampf beendet.